Hier kommt das Flaggschiff der Leon-Familie vorgefahren. Der Leon Cupra hat ein ordentliches Lastenheft mit auf den Weg bekommen. Er soll nicht nur optisch begeistern, sondern die Kunden mit sportwagenähnlichen Fahrleistungen und Langstreckenkomfort überzeugen. Also, der Leon, der spanische Löwe, soll sich sozusagen als sanftes Kätzchen geben. Optisch ist Seat beim Topmodell dem Design des aktuellen Leon treu geblieben. Alles andere wäre auch völlig unverständlich, denn der optische Auftritt ist bei den Kunden einer der wichtigsten Kaufgründe. Klar unterscheidet sich das Topmodell in einigen Details an Front und Heck von seinen zahmeren Brüdern, allerdings ohne dabei aufdringlich zu wirken. Den stärksten Serien-Seat gibt es nun erstmals in zwei Karosserievarianten. Einmal als den bekannten Fünftürer, zum anderen als dreitürigen SC. Doch dieser spanische Kompaktsportler kann noch mehr als nur ein Hingucker sein. Seine wahren Stärken sind technischer Natur. Zum einen ist es natürlich der Motor, der für den imposanten Antritt verantwortlich ist. Wahlweise stehen 265 oder 280 PS zur Wahl. Erreicht haben die Ingenieure den Unterschied lediglich durch eine geänderte Motorsoftware. Zum anderen ist es das Fahrwerk, was bei Technikbegeisterten für ein zufriedenes Lächeln sorgen dürfte. Der Leon Cupra hat ein echtes Aktivfahrwerk an Bord. Die unterschiedlichen Modi sind also nicht nur eine Auswahl aus vorgegebenen Feder-Dämpfer-Abstimmungen. Die jeweiligen Fahrprofile ändern den Charakter des Cupra spürbar. Er schafft so also den Spagat von ermüdungsfreier Langstreckentauglichkeit zum höchstperformanten agilen Begleiter auf der Rennstrecke. Und auch nur dort kann er sein wahres Potenzial unter Beweis stellen. Das ESP lässt sich zwar komplett abschalten, das ist aber auf der Jagd nach schnellen Rundenzeiten überhaupt nicht nötig. Die Abstimmung passt optimal, so dass der kompakte Sportler selbst am Limit sich nicht eingezwängt oder von allzu ängstlicher Technik bevormundet anfühlt. Die extrem standfesten Bremsen zeigen selbst nach einigen beherzten Runden im Grenzbereich keinerlei Fading. Der Druckpunkt ist wohl dosiert, das ABS greift spät, aber gut kontrolliert ein. Dank der serienmäßigen Quersperre lässt sich der Cupra früh aus der Kurve heraus beschleunigen. Das gefürchtete Untersteuern, das bei Differentialsperren häufig auftritt, fehlt ihm völlig. Im Gegenteil, er folgt selbst unter Vollgas dem vorgegebenen Lenkeinschlag, als sei er auf den sprichwörtlichen Schienen unterwegs. Diese beeindruckende Traktion lässt sich vielleicht mit einer Zahl verdeutlichen. Egal mit welcher Motorisierung oder Karosserievariante ist in knapp 6 Sekunden aus dem Stand Tempo 100 erreicht. Viel weniger ist mit einem Fronttriebler physikalisch nicht zu realisieren. Dass dieser Sportwagen für den Alltag dazu noch angemessen eingepreist wurde, dürfte Seat helfen, auch in diesem Segment neue Käufer zu finden. Die Preise beginnen bei 30.810 Euro. Die Ausstattung ist klassenunüblich äußerst umfangreich. Die Aufpreisliste recht kurz. Anfang März steht er dann bei den Händlern für Probefahrten bereit.